Okay, hier geht's weiter. Hier. Hier aber auch. Hallo, Barnacle. Oh, Barnacle hat Spaß. Okay, oh. Der Kollege da unten, ja, Wochenende wieder vorbei, ne? Schon wieder Montag. Weiterarbeiten. Oh, kenne ich. Kommt mir definitiv bekannt vor. Oh, Geheimlager. Ein Geheimlager mit gar nicht so wenig Sachen. Stehe ich ja drauf. Hallo. Na toll, jetzt können wir... Ich find's nicht gut, dass wir es machen müssen. Das war nicht meine Absicht. Aber so eine Spritze dabei haben ist dann doch trotzdem, naja, nicht schlecht. Oh, da fällt mir natürlich ein. Wir haben ja noch unseren Granatlauncher. Ich glaube, bei der Waffe bleiben wir jetzt auch erstmal. Wer hat sich denn hier ausgelassen? So kleine Stillleben finde ich immer wieder sehr nett. Oh, können wir die Brille, warte mal, gib mir die Brille. Nein, gut, das Polymer, na gut. Ja, sammeln wir doch erstmal die drei Polymerse ein. Wer hat denn hier... Wer hat einer irgendwie was mit Combine-Teilen hantiert? Okay. Interessant. Was haben wir hier drin? Keine Ahnung, irgendwas mit einem Krabbenbein. Ach, das sieht ja auch mal interessant aus. Kann nichts, nicht großartig was damit machen. Aber naja. Interessant. Wie gesagt, das mit der Brille hätte ich jetzt gerne mal getestet. Nein, okay. Außer dass ich jetzt gerade meinen Controller gegen mein Headset geschlagen habe, ist hier nicht wirklich viel bei rumgekommen. Okay, und mehr gibt's hier auch nicht. Also hier scheint einer... ja, wie soll ich sagen, in Wissenschaft und Alkohol geschwelgt zu haben. Ist ja auch nicht weit von der Spirituosenfabrik hier. Mann, Mann, Mann. Ja, wo waren wir gerade? Können wir dich irgendwie dazu bewegen, sich zu bewegen? Warte mal. Gib mir doch mal den da. Danke. Ich will jetzt nicht die Barnacles bewerfen, sondern den Kollegen da oben, unten. Der schmeckt nicht, lass das wieder fallen. Na toll, ich glaube einen Schuss müssen wir vergeuden. Dass der Kunde loseiert. Ja, das ist gut. Weiter links. Ausgezeichnet, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Das schmeckt doch lecker. Na, lecker manchi manchi Headcrab. Oh, hallo. So. Von da sind wir gekommen vorhin. Okay. Da ist mir sehr, sehr erleuchtet. Und hier geht es irgendwie auch so ein bisschen lang. Wir können erstmal den Kollegen da oben. Dass wir auf das Klo häuschen können. Okay. Immer hier noch irgendwas. Ich will nicht zu schnell runter. Meistens gibt es doch noch irgendwas in der Umgebung zu finden. Wie zum Beispiel eine Combine-Tür. Wo wir uns nochmal... Ja, genau. Ekelhaft. The Leggies. Beinchen. Widerlich. Aber schön. Auch hier schön einfach mal sowas, was man sich kurz angucken kann. Um ein wenig mehr Hintergrundwissen zu halten. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Yeah. Finster. Okay, ein Bein abgeschossen, jetzt hat er keine Lust mehr. Oder wie, oder was? Okay, der gute Warnschuss hat es diesmal echt gebracht.
Hallo. Na, siehst du. Es sieht nicht so aus, als würden wir hier in irgendeiner Form zurückkommen. Das heißt, diesmal machen wir klar Schiff. Auch wenn es vielleicht Verschwendung ist. Ja, aber diesmal war es Verschwendung. Hab nichts fallen lassen, ne? Na gut. Macht nichts. Alles gut. Und wir müssen sowieso hier irgendwie runter. Darauf direkt nochmal gespeichert. Ich weiß nicht. Was ist es eigentlich für eine, was war es eigentlich für eine Ameisensorte, die verdammte Scheiße spucken kann? Verdammt nochmal. Ich meine, ist ja schön, dann halten sie sich wenigstens fern, aber man muss das natürlich ein bisschen mehr Beinarbeit veranlassen. Klo? Klo. Leider leer. Also nicht mit dem gefüllt, was ich gehofft habe. Hallo. Ah, okay. Au. Mieser Mistkerl. Wir kommen von der Sorte noch. Ich glaube, wir sollten hier gerade wieder was lernen. Bilde ich mir ein. Hallo Helm. Und zwar, dass die Kollegen ihr Hinterteil offenbaren, bevor sie schießen. Das heißt, auf die kann man schießen, ohne sich um die Beine kümmern zu müssen. Und dann spart man Munition. Wieder mal. Leider komme ich an die Kiste ran. Warte mal. Oh. Na. Wisst ihr? Mach das mal in nicht VR. Butterfinger. Es ist einfach sehr immersiv hier. Die Leiter ist ein bisschen kaputt. Was mache ich denn mit der Leiter? Ah, oh, Hebel, na klar. Dann nehmen wir doch einfach den Hebel. Ich halte mal trotzdem ein bisschen Abstand. Ach so. Hä? Ah, Gott, ich ahne. Also erstmal ahne ich, dass wir wieder mit zwei Händen arbeiten dürfen. Und dass wir das Ganze hier auch noch festhalten dürfen. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich in das Klo stellen. Könnte ich... Hallo! Na, blödes... Mistvieh. Das war jetzt ein bisschen gemein, muss ich ja sagen. Once we get Gordon back, we can really get ambitious, don't you think, Russ? Maybe we could take down the Citadel. Well, he saved humanity once. I'm willing to bet he can do it again. And this time you won't have to do it alone. Ooh. Schon wieder viel zu viel Umgebung. Ich ja immer sehr viel Probleme damit. Mit der Umgebung. Okay, wir können uns hier auch ein wenig umgucken. Vielleicht sogar ein wenig vorarbeiten. Aber im Allgemeinen will... Ja, wir müssen hier rüber, okay. Wie rum stehe ich hier eigentlich schon wieder? Ich gaff euch irgendwie die ganze... hier ist die Teppichkante. Ich gaff euch irgendwie schon wieder die ganze Zeit an. Ah ja, hier geht's weiter. Wahrscheinlich. Aber ich hab schon wieder so viele Richtungen. Mann, ey. Nichts. Wow. Mein Gott, ey, weißt du, jetzt wirst du mit Polymersen überschüttet hier, ey. Was gibt's denn? Kann man da rüberspringen? Also ich weiß ja nicht, ob wir uns gerade dem Ding da hinten nähern. Aber zumindest... gut, was will ich da drüben? Okay. Aber zumindest haben wir Spaß. Irgendwas liegt da oben. Ich weiß aber nicht, was.
Also hier ging es ja mal eindeutig nicht lang. Früher vielleicht. Aber jetzt nicht mehr. Hoppala, hoch, so weit wollte ich gar nicht. Das ist eine sehr ungünstige Position für Waffenträger. Also hier doch. Aus der Hüfte. Okay, ja gut, da wir eh gleich da lang kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier mit dem besser sind. Dann. Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, hier hat sich was bewegt. Hier hat sich wirklich was bewegt. Aber jetzt bloß dieser dämliche Kanister. Eine Heilstation, die wir auch dringend benötigen können. Haben wir da drüben noch irgendwas? Warte mal. Meine Fresse. Alter, ich hätte gerne eine Upgrade-Station. Jetzt mehr denn ever. Ja, tschüss, ihr kleine Made. Dankeschön. Ich wollte noch gar nicht losmachen. Kannst du mich bitte nicht treffen? Mann! Alter, ich war noch voll am Aufladen hier. Was soll denn das? Die entwickeln hier so gerade ein bisschen Stormtrooper-Qualität, indem sie quatschend um die Ecke kommen. Hätte ich auf die Fässer schießen können, hätte das mehr Erfolg gebracht. Oder so, ich habe absolut keine Ahnung. Und ja, was ich eigentlich machen wollte, ist hier auf Schrotflinte zurückgreifen. Aber das hatte sich ja nun anscheinend erledigt. Habt ihr was? Warum eigentlich nicht? Hier ist was. Na Jungs, macht Pause. Okay, hier geht es anscheinend durch die Tür weiter. Wir kommen zur Melkstation. Hier ist eine blöde Abzweigung. Hier ist eine blöde Abzweigung, wo keiner weiß, wo es letzten Endes weitergeht. Ja. Na toll. Ganz toll. Mach das nochmal. Du kannst es ein bisschen länger machen. Hey. Würde da echt gerne treffen. Danke. Ja, ich bin Rechtsschießer. Es wäre richtig toll, wenn hier nicht unendlich kommen würden. Oh, das nervt gerade. Beinchen, du gehst mir voll auf die Eier. Leuchte, Beinchen. Okay. Alter, Strategie und so weiter. Wenn man das eine Bein zumindest anschießt, dann müssen sie dauerhaft fliegen. Russ, what do you think they're doing to Gordon Freeman in there? That's a good question. Are they, you know, sucking his brain out? I think they're gonna move him off world. Well, either way, let's not find out. I'll get there before it happens. Okay, hier geht es sehr viel weit weiter. Und es geht auch eher in die Richtung, glaube ich. Okay, alles gut. Dann gehen wir erstmal runter. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich, hoffentlich, eventuell eine Upgrade-Station. Das wäre ja eigentlich sehr geil, muss ich sagen.
wirklich stellenweise zu spannend, um irgendwas zu sagen. Oder ich lasse mich dann zu sehr ablenken und sage dann einfach nichts. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Also das sind meine Least Favorites hier. Ehrlich gesagt. Oh. Oh, halte mal drei, super. Ui. Heute mal drei. Und also beim Nachgucken, also beim Hinterhergucken der Folgen selber habe ich festgestellt, nee, wir kommen hier doch nicht rein. Das ist nämlich gar kein Schalter. Ich dachte, das wäre ein Schalter gewesen hier. Obwohl, was ist denn hier los? Warte mal, das dann machen wir gleich. Ich habe beim Nachgucken festgestellt, diese räumlichen Puzzle mit den Sphären und so weiter, das wirkt im Video gar nicht so. Also das wirkt im Video richtig verwirrend, ehrlich gesagt. Also nicht vom Konzept her, sondern von der visuellen Darstellung. Dass man das gar nicht so begreift, wie dreidimensional das Ganze funktioniert. Also hier mit meinen zwei Augen das 3D zu sehen. Es ist nicht unübersichtlich. Es ist nicht unübersichtlich. Es fehlt wirklich beim Videogucken dann letzten Endes die dritte Dimension dazu. Was das Ganze natürlich erschwert für den Gucker. Also ich persönlich versuche die Dinger also natürlich so schnell wie möglich zu lösen. Ja? Aber was dann natürlich bedeutet, dass es im Video blöd wird. Ah ja. Okay, die Brücken sind ja richtig cool, muss ich sagen. Also es gab ja mal eine Zeit, da habe ich sehr viel Myst gespielt. Myst 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und da waren auch die Brücken alle immer sehr fantastisch und einzigartig gemacht. Genau wie hier. Ne? Das war richtig toll. Myst 3 und 4 werden wir uns auch noch vornehmen, das verspreche ich euch. Mal gucken, ich weiß noch nicht, ob im Stream oder so. Weil, also zumindest den dritten habe ich mindestens 3-4 Mal durchgespielt und das wäre jetzt nichts, was ich irgendwie blind, überraschend oder sonst irgendwie kommentieren kann. Da würde ich mir blöd vorkommen. Habe ich jetzt schon bei The Dick gemerkt. Also wer meine Livestreams mitverfolgt, wir haben da aktuell The Dick von LucasArts, das 1995er Point-and-Click-Adventure am Rumpfriemeln. Ameisenkopf. Und habe ich festgestellt, gerade am Anfang, der Anfang ist mir, den kenne ich halt in- und auswendig. Und da zu kommentieren, als wäre es das, oh, als wäre es das Neueste auf der Welt, ist echt schwer. Und ich wollte aber halt auch nicht so durchrennen, von wegen, ja, hier müssen wir das machen, hier müssen wir das machen, hier müssen wir das machen. Das wirkt dann auch scheiße. Finde ich. Finde ich jedenfalls. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, also das war. Oh. Hey, warum bist du hier unterm Gitter? Das ist natürlich ein bisschen fies. Krieg ich dieses Gitter kaputt? Nehmt sich damit. Okay. Wollen wir unsere Granate dafür verbrauchen? Lohnt es sich hier nochmal rauszugehen? Auf jeden Fall können wir raus. Ich habe absolut keine. Können wir hier rüber? Das wäre es jetzt natürlich. Jojo, wir gehen irgendwo lang. Nur nicht da, wo wir lang sollen. Okay. Kabel. Du nervst gerade schon wieder. Wie komme ich denn an das Polymer hier ran? Also das sieht wirklich. Okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen uns das merken. Und letzten Endes werden wir gleich eine Etage weiter unten sein. Hallo. Und? Und müssen da irgendwie eine Klappe oder sowas aufmachen. Mal gucken. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir unten ankommen. Und ob ich es da noch weiß. Also okay, allein hier, das ist nicht besonders weit. Hallo. Oh, da sind wir ja schon wieder in einer wunderschön verfahrenen Situation. Ah, hallo, da oben. So, okay. Speichern.
Definitiv speichern. Wollen wir mal sehen. Okay.